Micha, wir sind wieder da. Hallo liebe Freunde der 24 guten Taten, ich bin hier bei der Aerocoding GmbH und die hat heute einen Feuerlöschtrainer gespendet für die Feuerwehr auf Mecklenburg und das finden wir mega! Spange, du musst uns jetzt mal erklären, was man damit macht. Feuer löschen. Ja, super. Damit bringen wir den Kindern in der Schule bei vier den Leuten einfach mal das Löschen bei, den Umgang mit Feuer löschen. Soll ich das so? So, wir haben gerade den Feuerlöschtrainer übergeben an die Feuerwehr Dorfmecklenburg und die packt jetzt den Feuerlöschtrainer bei eisiger Kälte ins Auto und deswegen haben wir uns hier schön ins Einsatzfahrzeug ins Warme begeben. Flo, was hat dich eigentlich dazu bewogen, die Feuerwehr zu unterstützen mit diesem Feuerlöschtrainer? Ja, also erstmal, Feuer ist für uns als Unternehmen ein wichtiges Thema, weil wir haben Gefahrstoffe, die brennen können und wir wollen die eigentlich gelöscht haben. Und mein Ansatz war natürlich, irgendwie meinen Mitarbeitern mal beizubringen, dass er ein Feuer löscht. Mich erstmal auf den Knopf drücken und dann Flamme. Yes, so läuft das! 1:1 zu Aerocoding GmbH aus Wismar spendet Feuerlöschtrainer an die Feuerwehr Dorf Mecklenburg. Check. Check. Soll ich jetzt mal löschen? Jetzt kriegt der Micha das Ding an, das gibt's ja gar nicht. Ich finde das von euch eine mega Aktion, dass ihr das gemacht habt. Ja. Ein Glück, dass wir zwei den Jungs das erstmal gezeigt haben, wie das Ding funktioniert, oder? Ich habe mir nicht vorher das Video angeguckt, wie das da läuft im Internet. Also mir ist das ja aufgefallen beim Mitmachtag von der Feuerwehr. Da durfte ich mal so alles ausprobieren. So löschen, Fettbrand und mit Schaum und mit dem Rohr, wo du, wenn du alleine dran stehst. Abgang ja, machst. Ja, zwei Meter war da war ich auf einmal zwei Meter größer. Da hat mir der Wehrführer, der Jörg Spangenberg, erzählt, dass sie öfters in Schulen gehen, ja, und dort halt löschen üben. Und dann müssen die immer eine Wiese in Brand stecken, weil die dann Feuer anmachen oder irgendwie Holz. Und dann dauert das ewig. Und mit diesem Feuerlöschtrainer ist mega. Ja, macht wesentlich weniger Dreck. Wir sind die mobil unterwegs. Ich finde das total cool, dass ihr das gemacht habt. Ja, vor allen Dingen ist auch viel sicherer. Und was ich total super finde, ist, dass jetzt die Kinder auch ein bisschen was lernen, wie sie Feuer löschen können. Die haben technisch was drauf. Die sind kameradschaftlich richtig gut unterwegs, richtig engagiert. Voll im Einsatz. Aber worauf ich mich auch schon freue, ich hoffe, da darf ich wiederkommen, wenn ihr dann eine Feuerlöschübung hier im Werk macht, oder? Ja, du wirst ja nur mitmachen, du wirst auch die Action drehen, ne? Super! Flo, kannst du uns bitte nochmal das Werk zeigen? Ich mag Action, aber ich finde das vor allem wichtig, dass man einfach weiß, auch für zu Hause, wie so eine kleinen Dinger da zu löschen sind. Dass du eben halt einen Fettbrand, ja, wenn die Pfanne da irgendwie abgeht auf dem Herd, nicht mit Wasser löscht. Habe ich letztens gerade wieder in der Zeitung gelesen, dass gerade dadurch wieder was abgebrannt ist. Weil die Leute versucht haben, ja, einen Fettbrand mit Wasser zu löschen, nicht mit Feuer. Mit Feuer kann man nicht löschen. Kann man mit Feuer löschen? Klar kann man das. Mach mal. Spange, kann man Feuer mit Feuer löschen? Also hallo, Feuer mit Feuer. Mach mal auf. Der muss mal ran. Die Frage ist ja wirklich gerade spannend. Ja. Sturm an Spangenberg, kommen Sie rein, machen Sie die Tür zu, wird kalt. Spange, wir haben eine Frage. Also Sturm an Spangenberg, bist du da? Sturm an Spangenberg, check. Hallo? Hallo. Ah, da ist er ja. Spange, wir haben eine elementare Frage. Kann man Feuer mit Feuer löschen? Ja. Echt? Geht bei bestimmten Dingen. Also Flächenbrände, Waldbrände, da könnte man das machen. Das ist einfach... Aber das wäre jetzt eine scheiß Idee, wenn zu Hause die Bude brennt. Da bei uns passt das nicht. Okay, ach, haben wir es geklärt. Eine wichtige Frage, ja? Wo wir wieder ein bisschen schlauer sind. Ich bin kein Fachmann in sowas. Du bist ja nur der Wehrführer. Ja. Also du bist kein Fachmann für Waldbrände? Ja, man kennt sich ein bisschen aus. Aber stimmt, ne? Mit Gegenfeuer gelegt? Mhm. Ja, genau. Für Brandschneisen.
Brandschneisen. Das Feuer nicht überspringen kann. Das steckt man manchmal auch an. Also Freunde, ihr wisst, Feuer kann man auch mit Feuer löschen. Wenn nichts mehr zu brennen da ist, dann kann auch kein Feuer mehr. Macht das mal lieber erstmal mit Wasser und mit der Feuerwehr. Ich habe vor allen Dingen noch eine bessere Idee. Macht das lieber erstmal mit dem Feuerlöschtrainer. Genau, da müssen wir noch ganz viel üben. Dürft ihr den auch vermieten? Vermieten tun wir den nicht. Wir leihen den gerne aus. Hallo, ich bin für Gewinnoptimierung. Nein, ihr leiht den aus. Siehst du mal, also Kameradschaft, das ist der Hammer. Nachbar werden, leihen wir den gerne aus. Ey, man muss doch einfach auch mal zeigen, wie geil ihr seid und wie viel Spaß das mit euch macht. Und das irgendwie, was hast du erzählt? Auf dem Kameradschaftsabend 130 Dienste und 30 Einsätze nur. 35 sind wir, ne, 34. 34 Einsätze und irgendwie 130 Dienste dagegen. Das heißt doch irgendwie, keine Ahnung, 30% eurer Tätigkeit oder das, was ihr macht, ist ja nur das, was man eigentlich so im öffentlichen Bild hat. Einsätze. Aber 70% ist ja was ganz anderes. Kameradschaft, was gemeinsam unternehmen, sich technisch untereinander helfen. Ja, ihr seid auf Festen, unterstützt die Gemeinden. Ihr macht ja am laufenden Band irgendwas. Das war einfach mega, was ihr macht. Ja, und Feuerwehr ist viel, viel mehr. Das habe ich im letzten Jahr gelernt. Dafür kann ich mich auch nur bei dir bedanken. Auch wenn du mit Lob und Anerkennung gar nicht umgehen kannst. Möchte ich nicht. Das ist meine Pflicht. Soll ich dich drücken, soll ich dich küssen oder wie hättest du es denn sonst gern? Nein, nicht. Ja. Nein, so, macht's gut, ja? Bis zu den nächsten Neuigkeiten der 24 guten Taten und der Feuerwehr. Und er ist auch immer wieder da, ich keine Angst. Ich bin dann auch wieder da.